Jo, hallo und willkommen zu Wolfenstein, der Old Blood, meine Freunde. Jo, ich hoffe, das nehmen wir auch schon Der Krieg können. ist ja eine Krankheit. Diese Ruckerei, So deswegen viele Kameraden gehen an ihr zugrunde. starte ich das Projekt neu. Ich spüre den Wind des nahenden Sturms. Das läuft gut. Der DJ. Im Hauptquartier des Staatsoberhauptes sprach der Oberbefehlshaber über die jüngsten Erfolge der Armee. Voller Zuversicht, dass der Krieg in nur wenigen Jahren zu gewinnen sei, sprach er dem großen Fortschritt der Waffentechnologie unter der Führung von General Strasse einen großen Anteil an den jüngsten Erfolgen zu. Das Handy hört Ist das oder Gewicht der Welt auf Ihren Schultern zu schwer, Agent Blaskovich? Ich habe ziemlich breite Schultern, Agent One. Nun, wir verlieren ihn, diesen Scheißkrieg. Hat mir keiner gesagt. Das Hauptquartier hält's unter Verschluss. General Totenkopf fertigt in seiner geheimen Basis unaufhaltsame Mordmaschinen. Laut Einsatzbesprechung verwahrt eine seiner Offiziere, Helga von Schaps, die Akte in ihrer Basis. Helga weg von Schnaps. In der Akte steht, wo wir Totenkopf finden können. Das ist womöglich die letzte Chance, bevor das Regime alles Gute in der Welt vernichtet. Amerika wird niemals fallen. Also, hier ist der Kontrollpunkt. Ihr Deckname? Kommandant Franz, Spezialeinheit des Regimes aus Frankfurt. Frankfurter! War schon lange gewesen. Frankfurter Wiesel. Die Papiere bitte. Hier. Fahren Sie zum Kontrollpunkt da vorne und zeigen Sie dort Ihre Papiere. Vielen Dank. Wiedersehen. Sie und ich, Blaskovic. Als Team, wir schaffen das. Paderborner Brücke. Also gut. Ihre Tarnung? Wie wird das jetzt durchlesen? Ist ehrlich gesagt grauenvoll. Richtig. Nicht sprechen. Und lassen Sie Ihre Waffe möglichst lange stecken. Die Papiere von Kessler sind im Handschuhfach. Da. Mein James. Gut. Gehen wir. Nicht vergessen. Wachsam bleiben. Kein Wort. Und mir nach. Klar? Kommandant Franz aus Frankfurt. Ob das funktionieren wird. Ach, scheiß drauf. Folge Wesley, Agent One. Um Himmels Willen stramm stehen, Fritz. Herr Jäger kommt gleich. Jawohl. Er macht Hundefutter aus dir, wenn er dich so sieht. Was soll ich denn dann deiner Mutter erzählen? Entschuldige, Onkel. Nenn mich nicht so. Entschuldigung. Neugestrengter Onkel. So. Hier, bitte sehr. Alles klar. Guten Morgen, Herr Jäger. Was gibt's, Greta? Die Papiere, bitte. Ja, da wird Zeit, dass der Papier verlaut. Hey, greif mal nicht an. Steppert. Aus Frankfurt. Sind Sie Frankfurter? Ein Hotdog. Ja, ein Hotdog. So ein komischer Kauz. Die spinnen die Amis. Hotdog. Die werden sich wundern, wenn wir an der Macht sind. Weiter. Kreta, bei Fuß. Oje, oje. Diese Nationalsozialisten immer.
Hotdog. Was ist? Irgendwas musste ich doch sagen. Das war Rudi Jäger, Helgas Stellvertreter. Er soll seinen Hunden Gefangene aus dem Burggefängnis zum Fraß vorwerfen. Guten Morgen. Servus. Ja, Rudi Jäger ist mal. Guten Morgen. Ja. Morgen. Morgen. Ja, schön strafst du, Soldaten. Lümmel. Helga von Schaps. Echt fieses Mischstück. Ausgewählt von Totenkopf selbst. Wo ist hier der Spezialeinheit für paranormale Vorgänge? Hey. Hatte mal das Pech, hier bei einem Einsatz in Tansania über den Weg zu laufen. Habe ich das schon erzählt, Blaskowitsch? Nee. Hatte Schwarzwasserfieber damals. War der schlimmste Tag meines Lebens. Nicht mal eine ausgiebige Whiskykur hat geholfen. Glauben Sie das? Ach, was soll's. Diese Burg, sie gehört Helga. Ihr Burg Wolfenstein, so haben wir es auch genannt. Kultes Forschungszentrum. Wir müssen Totenkopf erledigen, sonst ist der Krieg verloren. Und Helga ist da ganz entscheidend. In ihrem Büro befindet sich die Geheimakte. Darin sollte stehen, wo Totenkopfs Basis ist. Sobald wir die haben, nun, nutzen wir die Chance, greifen seine Basis an, machen ihn kalt, drehen diesen Scheißkrieg um und kommen zurück, pünktlich zum Tee. Naja, so kann nur einer hingehen, da reden, ne? Steh für mich da oben. Gut, los jetzt. Ich schalte den Alarm aus. Sie gehen zu Helgas Forschungszentrum. Wir bleiben per Funk in Kontakt. Halten den Kanal offen. Naja. Für Helgas Forschungszentrum. Ja, Graf Halleria, jawohl. So. Das sind die Hände beklebst, was Sie gestern in den Ruinen gefunden haben. Könntest du dir vielleicht so eine Reise leisten? Was haben Sie denn da? Irgendeine Rechnung. Über 1000. Mond. Die Zeit ist gekommen. Gut, bin jetzt im Aufzug. Verstanden. Wache gesichtet. Ich schalte sie aus. Hey, was machen Sie? Pistole. Was zum Teufel? Sondern die Munition. Die Munition. Gut, die Krochen ist voll. Ist voll, sehr gut. Alles voll. Das lassen wir doch da liegen. Schau nach einem Tresor, da muss die Akte drin sein.
Lankovic, stellen Sie alles auf den Kopf. Wir hauen hier nicht ohne diese Akte ab. Verdammt! Ich hab den Tresor gefunden. Forschungsassistent. Die Akte ist futsch. Sie ist nicht hier. Na ja. Dort unten ist ein Funkgerät. Rufen Sie Kessler damit. Sagen Sie, wir können die Akte nicht finden. Schnell, Lankovic. Ich halte die Stellung. Ihr Speer, rufe Falkennest. Falkennest, over. Hier Falkennest, over. Falkennest, wir können Lucys Geschenk nicht finden, over. Speer, habe Neuigkeiten zu Lucys Geschenk. Wir müssen uns so schnell wie möglich treffen. Alles Weitere besprechen wir dann, over. Roger, Speer out. Verdammt, halten Sie mir auf, Blaskovic. Ich suche einen Fluchtweg. Denken Sie dran, Sie wollen alles Gute vernichten. Das ist oldschool schon 100 Pilze und Spitze. Eine Chance. Kessler weiß was. Tja, das ist nicht viel wert, wenn wir hier nicht rauskommen. Hier, ich habe einen Weg nach draußen gefunden. Kommen Sie, ich helfe Ihnen hoch. Vorsichtig. Ganz sachte. Wir treffen Kessler am Dorfgasthaus. Verstanden. Geschafft. Kommen Sie schnell. Hier hoch. Helga, Finger weg vom Schnaps. Kommt. Scheiße. Hallo. Jawolli. Au. Und voll eins auf die Gosche. Eieiei. Ui. Voll auf die Fresse. Ah, ich sag das. Eieiei. Katastrophe. Katastrophe. Hm.
Blut unter Augen, Lachen haben, ja, Bethesda Softworks präsentiert ein Spiel von Maschinen Games. Aber hier ist es einfach ein bisschen mehr Lachen. Ich bin da drin, ich weiß jetzt aber nicht. Ja, Hitler, Aufstieg des Bösen. Ja, definitiv. Hallo Gudi. Au! Wolfenstein, der Old Blood. Aua! Eieiei. Ei. Teil 1, Rudi Jäger und die Höhle der Wölfe. Kapitel 1, Gefängnis. Aua, schön ist. Oh Mann, Blaskovic, du bist ganz schön fertig. Blaskovic? Ja, ich bin hier, Wesley. Gut, gut. Ich bringe uns hier irgendwie raus. Waren Sie schon mal in Snowdonia, Blaskovic? Nee, war ich nicht. Ist unglaublich majestätisch und schön. Hügel über Hügel, soweit das Auge reicht. Mein Vater war dort mit mir manchmal wandern, vor dem Krieg. Damals war ich glücklich. Er hatte Lottis Brie. Ein Korb mit Brot und Käse dabei. Ein Bier für sich und eine Limonade für mich. Dort sogar einmal ein Fossil entdeckt. Am selben Tag bin ich auf einem nassen Stein ausgerutscht und habe mir den Fuß gebrochen. Das war der schönste Tag meines Lebens. Ich möchte so gerne. Ja. Guten Abend. Holt ihn raus! Jeder will mit ihm sprechen. Haben wir einen Ausbruch, Herr. Strom, oder? Dann kannst du ruhig zum WLAN wechseln. Was? Nehme ich mit WLAN. Solche wie dich habe ich schon in Totenkopflaboren gesehen. So. Sehr schön. So, okay, die Kanone brauchen wir eh nicht mehr. Weg vom Fenster. Und da bist du weg vom Fenster, ja. So. Rüstung. Jawohl.
Okay. Hey, Alter! Ich bearbeite deine Kollege. Hey, du hast zu wissen, sehr schön. Zentrik. Schnapp dir die Knarre. Also ich muss noch lernen. So. Ja, na, weiter. Dann hol ich doch wirklich was hin. Also schnell erledigt, der Kollege. So. Somit sind wir wieder auf 100% mit der Rüstung. Da möchte ich die trotzdem noch probieren. Hehe, das hilft ja nichts. Das macht nichts. Maschinensoldat. Autsch. So, ja, die Folge, auch diese Folge nähert sich schon dem Ende, meine Damen und Herren. Ja, dass ich da keine Ruhe nicht habe, werde ich die Folgen nur aufnehmen. Und ja, ich werde es trotzdem nochmal. Da schon die Folgen, nur für den Fall der Fälle. Warte, jetzt haben wir auch noch fertig. So. Erste. Zweite, das war's mit Jana. Ja, braucht man ja aber. Somit ist die Rüstung wieder voll. Also die Panzerung eigentlich in dem Sinne. So. Da war das große Kreuz aufgelegt. Wahrscheinlich das in der Kiste gewesen. Okay. Okay. Mist.
Oh, jetzt rückkabelt. Das war jetzt richtig gut. Das interessiert ihm einfach nicht, weißt du? So. Dass ich bin es. Okay. So, ein bisschen zu weit gerade. Ja, schon ist schon langsam zum Ende zu, wenn man nicht anders war. Aber trotzdem, wie gesagt, ich will mir die Folge trotzdem nochmal in Augenschein nehmen. Nicht, dass da ein paar Rücken dabei sind. Das naja, ich kann nichts machen, leider. It's my lucky day. Ich will pötzen. So, jetzt sind wir mal los, Gott sei Dank. So. Und können wir mal da. Uff. Das ist richtig gut. Ist, außer diese zwei Stollen. Moment. So. Ja, 26 Sekunden haben wir noch, Freunde. Dann nutze ich noch aus. Für den nächsten Checkpoint. Ach du meine Fresse. Ja, Freunde, wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Ich bin trotzdem drauf gekommen. So. Okay. Ja, wie gesagt, bis weiter geht's immer in der nächsten Episode. Und
Ja, ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht, so wie mir in dem Sinne. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt was in die Kommentare. Lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal, Abo ist natürlich kostenlos auf YouTube hier. Und wenn ihr mehr sehen wollt, aktiviert die kleine Benachrichtigungsglocke. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann und ciao meine Damen und Herren.